Hi meine Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Digital Monsters Re, Tighty Story. Ja, wir sind hier vor dem Pub. Und bevor wir da reingehen, sprechen wir hier mit Hager Gurumon. Ich bin für die Security im Pub zuständig. Also, stell da drin ja nichts Dummes an, kapiert? Würde uns nie einfallen. Nein, bestimmt nicht. Hi. Die Jukebox. Davon lasse ich lieber die Finger. Ach nee, ich wollte doch Musik ändern. Hallo Fremde, wie kann ich euch behilflich sein, Goma? Tja, hallo, wir suchen Menschen. Solche Wesen wie mich. Hast du welche gesehen? Nein, hab keine gut gesehen, Goma. Da müsst ihr jemand anderen fragen. Alles klar, danke, kein Problem. Danke, tschüss. Das war eindeutig zu viel Alkohol. Biomon? Das ist ein Biomon. Lassen wir jetzt lieber bleiben, Kai. Ah, dann. Da ist eine Hintertür. Komme ich nicht rein. Hallo, du da? Ihr geht mir aus dem Licht. Ich bereite mich gerade vor. Später am Abend läuft ihr nämlich Karaoke und ich lasse mich von euch nicht stören. Ich wollte dich gar nicht stören. Ey, yo, habt ihr Lust auf ein Kartenspiel? Ach, Mist, ihr seid ja keine Mädchen. Ich spiele nur mit Mädchen. Okay. Ja, du mit den langen Haaren. Aus dem Augenwinkel betrachtet, hast du aus ein Mädchen. Sehr nett. Ja, das ist nicht wirklich nett. Ich möchte gerne wissen, was ihr spielt, wobei nicht. Wow. Das kleine Digimon trinkt dieses große Bier. Darf man das überhaupt in der Digi-Welt? Ach, warum frage ich überhaupt? Es scheint wohl auf nichts... Es scheint wohl nicht auf uns zu reagieren. Ja, wenn es das Bier trinkt, dann wundert es mich nicht, ne? Patamon? Ein Patamon, hallo. Hallo. Du, sag mal, hast du zufällig Menschen hier irgendwo gesehen? Die sehen so aus wie ich. Naja, ungefähr. Nö, habe ich keine gesehen. Was für ein Digimon hältst du denn da? Schon gut. Hallo meine lieben Gäste, was kann ich euch bringen? Ein gut gemixten Digi-Shake, vielleicht Digi-Pilzpüree oder etwas härteres, zum Beispiel ein kräftiges Bier. Nein, danke, wir sind nur hier, um ein bisschen zu plaudern. Plaudern, okay. Das hintere Spielchen ist völlig egal, glaub mir. Was? Nein, nein, nicht die Art von Plaudern. Wir wollen ja wissen, ob Menschen wie ihr hier in der Stadt gesehen wurden oder sonst wo. Menschen also? Das habe ich sogar wirklich was gehört. Ach, tatsächlich? Ja, ich selbst habe ihn nie gesehen, aber nach einigen Jahren wurde so einer gesichtet. Er soll eine ziemlich geheimnisvolle Person sein, so sagt man. Ach, also vielleicht doch nur ein Gerücht. Keine Ahnung, möglich wär's. Es soll ein Mensch mit blauen Haaren sein, der wohl einen ziemlich finsteren Blick hat. Blaue Haare? Finsterer Blick? Soll die Beschreibung etwa auf Joe zutreffen? Das glaube ich nicht. Ich kann doch nicht mal ein... Joe kann doch nicht mal ein Baby Angst machen. Sei froh, dass ihr das nicht gehört habt, mein Lieber. Wenn ich so drüber nachdenke. Dieser Traum. Warum sind diese Gedanken ausgerechnet jetzt so verschwommen? Ja, das ist auch alles, was ich weiß. Vielen Dank für die Infos. Das hat uns sehr geholfen, Gotsumon. Ach, kein Problem. Aber das nächste Mal treffe ich euch als Kunden wieder, die was bezahlen, ja? Na klar. Kein Problem. Das war ja mal interessant. Hey Agumon, ich denke, wir haben genügend Infos gesammelt. Wir sollten weiter oder so. Okay, ich glaube, die Ausführung von Falsidee liegt weiter östlich. Aber natürlich darfst du dich nur ein wenig umhören. Ja, hoffentlich darf ich das. Ich habe noch nicht alle registriert. Wer seid ihr zwei Clowns? Wer ihr zwei Clowns auf Zeit? Gebt mir aus dem Licht. Hm? Na gut. Hey Timon. Yeah, der King ist in der Haus. Zu eurer Rechten findet ihr die Herrentoilette und zu eurer Linken die Damentoilette. Aber nur für Damen zugänglich. Wow, was denkt ihr über diesen Beat? Toilette, Toilette. Aber bitte keine Zigarette. Hände waschen nicht vergessen. Oder kommt nichts mehr zu fressen. Yo, yo, yo. Danke für die Info, denke ich. Gott, du nervst. Hey, kleines Digimon, kannst du uns weiterhelfen? Bist du etwas schüchtern, hm? Okay. Das war sehr informativ, nicht wahr, Agumon? Ich will aufs Klo, ja. Hey, Katamon, warum muss ich immer...
hier die Schau wischen. Ich sollte mir wirklich einen neuen Job suchen. Ja, das ist wohl ein Scheißjob, ne? Igitt. Puh, stinkt das hier. Ich sehe heute mal wieder tadellos aus. Ah ja. Nochmals da Waschbecken und da Waschbecken. Ich weiß nicht. Hey, da ist Fleisch in der Toilette. Die scharfe dicke Soße war einfach zu viel für mich. Ich glaube, ich werde hier noch den ganzen Tag sitzen. Igitt. Auf das Klo kann ich nicht. Nur für Damen. Ja, ich bin eigentlich eine Dame. Aber lassen wir das. Da kann ich auch nichts kaufen. Gehen wir noch zu dem Digimon, das alle registrieren wollte, haben. Gewollt hätten, täten, tuta, tüt. Ne? Mit dem Kerzenleuchter hier sprechen. Ein Candlemon. Sollte vorsichtig sein, wenn es ins Falles verfällt, ist die Flamme auf seinem Kopf aus. Ja, das wäre ziemlich schön. Bescheiden. Die habe ich nämlich auch schon gelabert. Ich habe eigentlich schon mit allen gelabert. Du bist jetzt da, bist du. Das hat ja irgendwie ja motiviert. Ja, ja. Hier. Oh, super, danke. Wow, sehr gut. Seit unserem letzten Stream habt ihr 36 neue Digimon analysiert. Dafür gibt es eine saftige Belohnung. Also, meine Reise ist hier zu Ende. Ich werde bald wieder nach Hause in meinen Sumpf gehen. Ihr solltet vielleicht auch mal dorthin kommen. Bei uns findet bald ein Gesangswettbewerb. Och nee, nicht der Gesangswettbewerb. Aber niemand kann gegen Shogun Digimon gewinnen. Unser König ist einfach so gut. Okay, danke für die Info. Ich werde es mir überlegen. Ach Tai, du kannst doch gar nicht singen. Nun gut. Bis dann, Otamon. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Und danke nochmal für die Anreiseeinträge. Ja, bis dann. Okay. Hi. Also, dann gehen wir halt hier. Speichern nochmal, warum auch immer. Haben gar nichts gemacht und nicht viel. Agumon, bleibst du da? Offenbar. Na toll, keine Spur eines anderen Digi-Ritter. Hm. Naja, die Reise geht ja trotzdem weiter. Vielleicht finden wir ja einen Digi-Ritter in der Wüste, die vor uns liegt. Ich mag deine positive Art zu denken, Tai. Danke, wir sollten uns jetzt schnell auf den Weg machen, es ist schon dunkel. Ihr wollt also durch die Wüste gehen? Hm? Hm, Wormon. Hallo, Wormon? Ihr wollt wirklich durch die Wüste gehen? Ja, richtig. Wieso? Die Wüste ist sehr schwer zu durchqueren. Man verirrt sich dort sehr leicht, wenn man sich dort nicht auskennt. Ich sollte lieber jemanden dabei haben, der sich dort auskennt. Ich würde euch gern dabei helfen. Hey, das wäre super. Aber eine Frage. Warum möchtest du uns unbedingt helfen? Nicht, dass ich was dagegen hätte. Ich habe schon seit längerem bemerkt, dass mit der Fallinsel etwas nicht stimmt. Aber viele Digimon wollen es nicht wahrhaben. Und einige Digimon haben plötzlich ein seltsames Verhalten. Seltsames Verhalten? Ja, ich kann es auch nicht genau erklären. Aber diese Insel, ich glaube, sie schwebt in Gefahr. Und wenn ein Mensch wie du hier in der Digi-Welt gelandet ist, dann muss das ja was Gutes heißen. Deswegen muss ich euch helfen. Finde ich gut von dir, dass du uns helfen möchtest, Wormon. Ja, finde ich auch. Okay, Wormon, dann sollten wir uns schnell auf den Weg machen. Ich bin bereit, wenn ihr es auch seid. Ja, sind wir. Okay. Ach nee, nicht schon wieder dieser Typ. Ah, endlich. Endlich habe ich das nächste Teil. Dieser Blondschaft hat endlich das Kuwagamon erledigt. Jetzt kann ich die Daten davon laden. Jetzt bin ich meiner Kreation ein kleines Stück näher. Diese zwei idiotischen Digi-Ritter sind also doch sogar brauchbar. Mal sehen. Ken? Die Daten habe ich. Aber wie sehen sie in der Theorie aus? Oder Ben, wie hieß der? Weiß ich gerade nicht mehr. Oh Gott. Gar nicht schlecht. Aber ich werde wohl noch sehr viel Zeit in die Feinheiten stecken müssen. Das wird bestimmt noch Monate dauern. So ein Experiment wie das letzte darf nicht nochmal passieren. Wo ist überhaupt Wormon hin? Ja, dein Wormon hilft mir jetzt. Ach, ist mir ehrlich gesagt auch egal. Auf diesen Wurm kann man sich echt eh nicht verlassen, wie dem auch sei. Wenn meine Kreation fertig ist, dann wird sie diesmal perfekt sein.
Das bezweifle ich, mein Lieber. So, jetzt sind wir in der Wüste. Bald sind wir schon mal rum. Ne? Ein Sandsturm, verdammt! Es ist gut, dass wir dich dabei haben, Wurmen. Es wird noch schlimmer. Bleib bitte immer dicht hinter mir. Es können auch feindliche Digimon auftauchen, die uns eingreifen. Okay, Agumon. Ich bin dicht hinter dir, Tai. Keine Sorge, ich werde für euch kämpfen. Das ist lieb von dir, Wurmon. Okay, da geht's nicht weiter. Ich kann hier hin, aber hier gibt's nur Pilze, also nur. Immerhin. Kannst du... Nee, so Moment, kannst du noch nicht angreifen. Okay, dann gehen wir halt nach oben. Und da kommt schon was. Das ist nur ein Fernangriff. Shit. 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 Scheiße. Hey. Au. Verarschen wollt ihr mich doch. Warum? Und du bist zu schwach. Ach nee, es hat auch ein Angriff. Shit, 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 shit. Ich schaue mich schon wieder doof an. Nein. Geh weg. Geh weg. Shit. Der Kaktus ist im Weg. Scheiße. Schon wieder mein Recovery Disk verschwendet. Geh weg. So, danke. Gott, bin ich schlecht. Diese verdammten Kakteen. Stirb. Oh nein, nicht so eins auch noch. Warum ging jetzt das wieder durch? So, der hat gesessen. Der nicht. Shit. Nein, 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 nein. Stirb. Wie viel hältst du aus, mein Lieber? So. Nicht zurückgehen. So, hier rauf. Einfach so, weil es leuchtet. Und ich Freude dran hab. Noch mehr Viecher. Nein. Das ist ein bisschen doof, weil ich so quasi immer zurückgehe. So, das ist tot. Oder wegteleportiert. Au. Das trifft mich immer. Nie immer. Hm. Komm. Shit. Shit. Das trifft mich immer und ich es nie. Och, komm schon. Ich will den Kack nochmal machen. Mist. Ich sollte mich echt ein bisschen besser anstellen hier. Ja, Pilz. So, dann nochmal. Jetzt aber ein bisschen besser. Hey, bis ich angreifen kann, hat es mich wieder... Jedes Mal, wenn es mich trifft, wenn ich es treffe so, dann trifft es mich auch. Das ist doch unfair. Nein. Hey. Was ist dieses Kackvieh? Komm her. Gut, das ging ja noch. Ich könnte da speichern. Einfach so. Ich weiß nicht, ob es mir was bringt, aber tun wir es. Kann ich hier einfach durchlatschen. Und dann haben wir hier... Okay, die gehen eigentlich. Wenn sie nicht beide zur selben Zeit auftauchen würden. Nein. Nein. Hey, verarscht ihr mich? Oder wie sieht's aus? Den muss man richtig hinsetzen. So. Tot. Oder verentdigitimisiert, was auch immer. Wow.
gleich haben wir ihn. Komm her. Okay, das war's für den. Hier, nochmal rauf. Einfach so, obwohl das es mich gar nicht heilt, leider. Das wäre ziemlich cool. Okay. Sie verarscht. Ich hasse diese Viecher, die auch ballern können. Das ging daneben. Hey. Oh, komm schon. Hey. Ich war doch jetzt gar nicht neben dem. So. Das war der erste. Noch das zweite Kackvieh. Ich hasse dich. Arsch. Ich kann mich nicht so schnell umdrehen und ballern, wie ich gerne hätte. Da oben ist noch ein Bär. Hey, komm schon. Das war das erste Mal. Ja, da werde ich zu früh wieder aufgespawnt. Autsch. Nein. Gott, oh Gott, oh Gott. Stirb doch. Warum ging jetzt das wieder durch? Das ist manchmal ein bisschen kacke, wenn meine Schlüsse durch das Vieh durchgehen. Mist, da war ich in der Sackgasse. Komm her. Komm her. Ich wollte es jetzt nochmal treffen, aber das ging nicht. Wo bist du? Hier. Ich kacke den. Komm her. Ich sollte es gleich mal wieder heilen, das arme Wurmon. Komm her. So. Oh, komm schon. Hm. Oh, Pilz. So. 13. Reicht. Jetzt weiter hier. Es kann ja nicht sein, dass sie mich so fertig macht. Hey, da kann ich speichern. Hey, was bist du? Hallo Reisende. Ruht euch doch ein wenig an der Oase aus. Macht's gut. Hat es mich geheilt und weg ist es. Hat es mich geheilt? Ich weiß nicht. Sag mal. Ja, hat's. Warum habe ich mich denn selbst geheilt, wenn dieses Vieh mich... Egal. Ziemlich cool, dass es mich heilt. Dann können wir ja weiter. Und da lauert schon der nächste Kandidat, der nicht getroffen werden will. Weg hier. Noch weiter weg. Nein. Stirb. Komm her. Stirb. 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 Gut. Geht doch. Ne? Ist riesig hier. Wow, 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 wow. Nein, da hat es mich noch erwischt. Mist. Hier geht's nirgendwo lang. Nein. Hier geht's hoch. Aber hier geht's nach rechts. Shit, wo soll ich jetzt lang? Ich gehe zuerst nach oben. Ich weiß nicht wieso. Weil hier der Sandsturm viel zu stark ist. Hey. So. Na toll, eine Sackgasse. Okay, ja, dann geht's wieder zurück. Und dann halt nach rechts. Ist jetzt der Sand wirklich schlimmer geworden, also der Sandsturm? Ich weiß es nicht, sieht für mich irgendwie gerade so aus. Och nie, oh Gott. Wir müssen halt weiter durch. Itakumon, wärst du so freundlich, uns weiterzulassen? Ich wusste, dass ihr hier auftaucht. Was soll das bedeuten? Dass ich den Auftrag habe, euch hier abzufangen. Wie? Was? Von wem? Klingt nach Ärger. Das ist seltsam. Itakumon sind doch sonst nie so aggressiv. Hm. Das meintest du also mit dem seltsamen Verhalten von Digimon auf der Fallinsel.
Entweder kehrt ihr um oder kämpft und sterbt alle. Okay, Agumon, bereit zu kämpfen? Nein, tut mir leid. Die Sandkörner tun meinen Augen nicht gerade gut und im Sand bewege ich mich so langsam. Lass mich das erledigen. Bist du dir sicher? Ein Ikakumon ist ziemlich stark. Na klar bin ich mir sicher. Wüstengebiete sind mein Territorium. Ich bin hier klar im Vorteil. Das kriege ich schon hin. Keine Sorge. Du kleiner Wurm, willst du es mit mir aufnehmen? Na schön. Leichter kann man es mir nicht machen. Du wirst schon sehen. Nein, Agumon, geht in Deckung. Klar. Danke, Wurmon. Und viel Glück. Oh, shit. Und jetzt zu dir. Ich sollte ihn mit einer Fernattacke Klebenetz angreifen. Im Nahkampf werde ich keine Chance haben. Fangen wir an. Manchmal trifft es aber immer nicht, wenn es nicht so weit kommt. Okay. Shit. Es heilen. So, das reicht fürs Erste. Nein. Das macht viel zu viel Schaden. Wie soll ich dem entkommen? Ich kann entweder getroffen werden oder getroffen werden. Das wird nichts, Leute. Schieß. Nein. Okay. Noch eine Weile weg. Wenn ich getroffen werde, dreht es mich um. Geh weg. Shit. Das war abzusehen. Okay, jetzt muss ich nochmal von hier anfangen. Na gut. Na dann. Ist aber echt ein bisschen zu krass. Wollt ihr schon immer zu zweit? Ja, wart ihr. Hey, das ist unfair. Hey, 3 gegen 1? Ihr seid bescheuert. Hey, komm, töte mich. Das kann ja echt nicht sein. Ich muss die langsam erledigen. Ich kann nicht einfach hier durchrennen. Und gegen 3 komme ich nicht an. Aber gegen 1 schaffe ich's. Vielleicht. Wenn ich mir Mühe gebe. Falsche Taste. Das wollte ich. Was war das denn? Ich kam da nicht mehr weg. Es hat sich nicht mehr bewegt. Shit. Aber Leute, ich würde sagen, weiter machen wir beim nächsten Mal. Bis dann.